Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest zu einer weiteren Lotus-Folge. Schön, dass du wieder dabei bist. Ihr seht schon, wir haben heute mal wieder ein bisschen Full House. Wir sind hier zu viert unterwegs. Zu viert natürlich meine Wenigkeit, der Bio, der Phasus, der Hobby und Willi. Und ja, wir werden natürlich heute mal im Zuge dessen, wenn Willi schon mal hier ist, wir sind ja auf der Karte Berlin M6 unterwegs, also ein kleines Interview mit dem Content Creator von der Berlin M6 mal so ein bisschen durchführen und werden mal so ein bisschen aushorchen, mal ausfragen. Also wenn ihr da ein bisschen Bock drauf habt, bleibt dann natürlich dran. Ne? Und dann könnt ihr vielleicht mal erfahren, warum ist diese Karte unbedingt das Herzstück von Willi? Warum macht er das Ganze? Werden wir jetzt im Laufe der Fahrt jetzt erfahren. Wir sind der Einzige, der mit dem GT6N unterwegs sind. Der Rest fährt den KT. Und von daher, ich würde sagen, ich springe rein, rüste schnell auf und dann werden wir, also was heißt schnell? Ich habe das AFR drin, das dauert ja eine Weile. von daher können wir ja schon mal so ein bisschen uns den Sonnenuntergang hier angucken, den Phasus hier mit netterweise eingestellt hat. So, das ist total aufnahmefreundlich hier, so das Ganze. Hab ich extra gemacht. Ja, ich weiß, ich weiß. Nein, war nicht geplant. So, AFR bootet. Mal ein klein bisschen was zu erklären. Warte mal, da ist ein Bus gerade lang gefahren. Ja, der KI-Bus. Ja, Steven fährt ja auch schon seine Runde. Es gibt einen KI-Bus, einfach in der Ditte. Schon immer, also den. Ja, das hatte ich probiert, das hat bei mir auch nie funktioniert. Ja, dann hast du es leider nicht geschafft, aber es geht. Ja, aber man weiß, wie dann geht's. Ja, so. Lässt mich nicht zu Wort kommen. Ja, ja, warte, geht gleich los. Ich war gerade nur ein bisschen perplex gewesen, weil ich dachte, das ist jetzt der andere Spieler, der jetzt hier gerade mit dem Bus hier langgefahren ist. Weil hier hat sich noch jemand eingeschlichen. Deswegen, aber der steht irgendwo auf Warschauer Straße. Aber ich warte immer noch, bis mein Ding da hochfährt. Das ist immer noch nicht fertig. Also, so. Komm mal kurz Info. Ich dachte, wir sind ja auf der Berlin Map BVG. Berlin Map bei Willi heißt die Map aktuell jetzt. Also nicht mehr Berlin M5, M6. Das ist die alte Map, die es damals früher gab. Die als Singleplayer tauglich ist zwar, aber die aktuelle Map ist jetzt Multiplayer tauglich. Also, wie gesagt, es können alle Leute hier mitfahren, die Lust und Laune haben auf dieser Map, wie gesagt, und geplant ist soweit, wie gesagt, der Bezug zur Pflichtmap ist ja schon vorhanden, wie ihr seht. Das geht natürlich weiter Richtung Marzahn. Nachher mit der M6 weiter über S-Bahn Marzahn, Richtung Betriebshof Marzahn. Wenn es krachenmäßig hinhaut, wie gesagt, da muss ich noch mit Lotus ein bisschen verhandeln oder ein bisschen drüber reden. Wenn es weitergeht, ja, wird wahrscheinlich auch die M8 bis darum weiter hinzukommen. Die 21 ist noch mit drin, allerdings nur bis Frankfurter Tor und dann als Umleitungslinie Richtung S-Bahn Frankfurter S-Bahn Warschauer Straße, sagen wir mal. Ansonsten ist eventuell noch geplant die M17 bis zum S-Bahn Schönweide, wo auch gleichzeitig die 37 anknüpft, die ab normalerweise Schöneweide dann umschildert als Kombilinie zum Essen oder nicht Essen, sondern zum Krankenhaus Köpenick normalerweise. Die wäre großartig. Die wäre großartig. So, bevor wir jetzt hier gleich weitermachen, gib mir mal eine Linie. Das ist die 00800 Route 92. 008? 00? Route 92. Aber ich hab das AFR, ne? Da kannst du nur. Ja, dann 00892 wahrscheinlich. Obwohl, nein, eigentlich hast du ja erst Linie und dann kommt Route beim AFR. So. Linie Co. steht hier. Ja, gib mal ein 00800. Okay, warte. 00800. Bestätigen. Route? Achso, genau. 92.
92. Bestätigen. Übersehen Sie aber nichts, weil irgendwie zeigt er mir nichts an. Habt ihr alle geschildert? Ich hab noch gar nichts geschildert. Ich hab schon geschildert. Nö, er zeigt mir keine Beschilderung an. Weder bei dir noch bei mir. Schilder du mal, Willi. So, ja, mach ich gerade. Und wäre natürlich sinnvoll, wenn Hobby auch mal schildert. Achso, du musst vielleicht noch bestätigen. Ha! Oh. Meine Güte. Aber, ah doch, jetzt hat er, jetzt hat er. Aber bei dir wird trotzdem nichts angezeigt. Willi, sein sehe ich. Null, null. Dann ist wahrscheinlich das Team. Dann wird das Ziel von der Matrix nicht übertragen. Alter, der Kontrast ist einfach so geil, ja, zwischen der LED und. Sieht gut aus. So, Willi fährt vor und dann können wir eigentlich mal hier anfangen, mal ein bisschen mal hier ihn auszuquetschen. Mit interessanten Fragen. Willi, los geht's. Wenn ihr natürlich auch mal sowas machen wollt, wenn ihr ein Content Creator seid, der eine eigene Karte entwickelt hat und ihr möchtet gerne mal so dämliche Fragen beantworten, dann meldet euch gerne bei uns. Dann können wir dies gerne tun. Ups, jetzt ist Lotus abgestürzt. Bam, bam, bam. Doch, denkt daran, fahrt nur vor bis zur Rangierbude hier. Haltet kurz an, damit Lotus kurz mal nachladen kann. Das macht er nämlich automatisch. Hm. Und dann habt ihr hier so eine Barke unten. Das habt ihr gesehen hinter der Weiche. Das ist nämlich der komische Sender für die Schranke. Ich sag, wenn ihr langsam vorfahrt. So, natürlich auf die Weiche stellt. Wo geht's hin? Nach links, rechts? Nach rechts rum. Rechts rum. Die Schranke auf. Und dann könnt ihr wieder einsetzen. Und mit der aktuellen Route habt ihr schon die erste Haltestelle hier unsere Rollstrahle. Ansage von dir natürlich eingesprochen, ne? Ja. Aber cool, das mit den Bussen, ja? Also, hast du gut hinbekommen. So. So, jetzt müssen wir nicht mit die KI müssen aufpassen. Hier ist nämlich interessant. Ich weiß ja gar nicht, geht hier überhaupt die Ansage bei dem AFR? Wo drücke ich denn darauf? Beim AFR, glaube ich, den liegt ihn mal ja nicht. Nee, doch, ne? Das war nur beim AFR. Aber nicht bei der Strom. Ach, Hotkey, ja, den habe ich nicht drin, den Hotkey. So, jetzt hat er schon hier. Ja, wie gesagt, hier gibt es immer noch Probleme mit der KI, aber. Kann ich noch nicht Problem lösen oder so finden, warum die genau neben der Einheit statt davor. So, dann fangen wir mal mit der spannendsten Frage an, Herr Willi. Ja. du hast ja jetzt gerade ja schon aufgelistet gehabt, was du jetzt hier drin hast. Ja? Was du ja gerade alles baust. Wo sollen die Reise hingehen? Was planst du eigentlich jetzt so mit dem Projekt? Welche Linien sollen zum Beispiel jetzt noch kommen oder welche könntest du jetzt noch vorstellen, welche jetzt eventuell jetzt hier noch irgendwie jetzt noch dazukommen könnten? Also auf jeden Fall kommt die M6 ist ja klar weiter geplant bis Betriebshof Marzahn soll die kommen. Weil jetzt, wie man sieht, bin ich ja gerade an der Allee der Herzberg-Giefelstraße. Und hier ranfahren an der Haltestelle. Hier der Abzweig natürlich nach rechts von meiner Sicht aus weiter. Richtung Allee der Kosmonauten. Da kommt natürlich Allee der Kosmonauten Riesstraßen drin.
Richtung Landsberger hoch und dann wird auch die Strecke der M17, wenn es Lotus mir erlaubt, auch weiterzubauen bis zum S-Bahnhof eine schöne Weile fertigzustellen. Und wenn das sehr möglich ist, vielleicht baut da auch noch die Linie 37 weiter aus, die ja zum Beispiel ein Teil Betriebshof, weiß nicht, Betriebshof Lichtenberg, sondern Lichtenberg-Budungstraße fährt und S-Bahn eine schöne Weile. Und diese Linie ist gekoppelt mit der Linie 67, nämlich zwischen S-Bahn und schöne Weile und Krankenhaus Köpenick. Mhm. Dass ich dann eventuell so ja nach Köpenick noch weiterbaue. Also so an sich planst du hier schon was Größeres, also mit der Karte. Man könnte ja schon fast behaupten, dass du ja hier schon planst, ja so den kompletten Ostteil hier eventuell schon. Sagen wir mal so, ich plane es zwar, aber die Frage ist immer, ob man das umsetzen kann, ob du das machst. Weil es hängt ja auch damit zusammen, ob ich die Kacheln kriege. Weil das ist ja momentan immer noch das Problem, die Kachelreservierung. Also aktuell, wie das jetzt momentan gestand ist, mit Singleplayer-Karten, die man umwandeln kann in Multiplayer-Karten, habe ich jetzt meinen Test gemacht. Hätte ich meine alte Karte mit 382 Kacheln oder irgendwann kam die Antwort, die ich reservieren müsste. Und aktuell habe ich jetzt auf diese Multiplayer-Karte ja 500 Kacheln aktiviert, die das bei Weitem hier ja nicht ausleben oder auslasten, sagen wir mal so. Also ich hätte jetzt noch die Möglichkeit, also bequem des Betriebs. Ja, warte mal, Willi, fährst du noch oder stehst du noch vor mir? Ja, ich warte gerade auf die Ampelphase, deswegen. Achso. Ich weiß, dreimal gefahren. Okay, nee, jetzt kannst du weiter. Ja, wie gesagt, da aktuell ist so ist, dass meine alte Map, wie gesagt, 382 Kacheln bräuchte, um die umzuwandeln als Multiplayer-Karte. Und ich hier ja aktuell mit dieser Karte 500 Kacheln habe zur Verfügung. Hätte ich problemlos irgendwo weiterbauen. Ja, bis dahinter gibt es noch mal schauen wir ja. Also könnte man eigentlich sagen, dass du das eigentlich eher abhängig machst von Lotus, ob du jetzt hier noch mehr bauen würdest. So. Der Reiz für dich wäre auf jeden Fall da, jetzt hier weiter zu bauen, wenn du die Kacheln hättest. Wenn die Kacheln mir zur Verfügung gestellt werden, klar. Wenn ich an meine Grenze komme und ich frage Lotus, ob sie mir weiter Kacheln zur Verfügung stellen, weil ich bereit weiter zu bauen, natürlich. Weil ich möchte ja irgendwo hier in Berlin irgendwas erstellen oder erschaffen, sagen wir mal so, was den Leuten Spaß macht. Mhm. Die das auch irgendwo wiedererkennen und sagen, oh cool, hier fahren wir ja nicht auf die Karte. Darum jetzt mal eigentlich. Ne? Okay. Und ich muss dazu sagen, ist eine Karte, die kostenlos ist. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Zumal du ja auch, wir fahren ja nicht das erste Mal die Karte, wir haben ja schon ein paar Runden gedreht hier, du baust ja auch viele Objekte selber. Ja. Also sprich, du machst ja auch noch, also neben dem Bauen der Karte, bist du ja auch noch viel beschäftigt mit Blender, um halt die ganzen Objekte ja zu basteln und zu bauen. Mhm. Und das machst du ja halt wirklich alles für lau. Du nimmst ja dafür nichts oder irgendwie sowas oder planst du da irgendwie mal in der Richtung da irgendwie sowas zu machen, so per Spende oder irgendwie sowas? Meine Güte, wenn jeder sagt, okay, ich sage,
Pass auf, ich unterstütze sie und ich baue da auch was für ihn. Der ist herzlich willkommen, natürlich. Auch wenn ich dann sagte, okay, pass auf, ich spende dir mal bis ein paar Euro oder was dazu. Oder was würde ich auch nicht mehr sagen. Sagt aber, ich sag, mach immer nicht alleine. Nee. Und ich, wie soll ich sagen, zwingen niemand dazu, sagen wir mal so. Ja, also kann man ja schon sagen, ne? Also gerade bei dem Umfang, der hier drin ist, wie gesagt, das ist ja alles ja auch selber bastelt und baust jetzt hier. Sag mir mal so, oder uns am besten, wie ist denn der Frustmoment manchmal so? Du wirst ja bestimmt kennen, während der Entwicklung oder sowas, wenn er deine Karte baust, irgendwas will nicht so. Wer macht mehr Stress? Blender oder Lotus? Würde ich sagen, manchmal ist es teils, teils. Okay. Es ist manchmal auch mit einigen Objekten, da bist du nicht immer irgendwo, aus welchem Grund immer nicht nimmt. Obwohl ich das eigentlich ganz normal mache, wie ich es vorher auch gemacht habe, aber irgendwie nicht immer sagt, nee, das geht mit immer nicht. Ja, habe ich auch schon Probleme gehabt. Man muss ja echt aufpassen, dass man die Heldstätten nicht übersieht. Ja, lieber. Manchmal schon, ne? Ja. Und die Ampel stimmt auch nicht mit der Ampel liegt da rechts, aber Blick links ab, stimmt auch nicht. Ja. Wie gesagt, da muss man manchmal einen Kompromiss finden. Da findet man aber irgendwo einen Trick, dann kann man das wieder ausarbeiten. Oder sagen wir mal so. Dann funktioniert das komischerweise wieder. Weil Lotus ja auch sich updatet und neu wacht oder irgendwas. Und ja, da gibt es eine Veränderung. Man kann da hin ist ja hingestellt sein. Aber es funktioniert aber irgendwo im größten Teil. Sagen wir mal so. Also bis jetzt, ehrlich gesagt, habe ich keine Probleme, wo es ja. Ich dachte, meine Objekte funktionieren. Das einzige Problem ist halt manchmal mit Steam. Wie wir jetzt zum Beispiel hier sehen mit der KI, haben wir hier gerade ein Chaos auf der Kreuzung. Das beste Beispiel sehen wir jetzt gerade im Livestream. Ich stehe hier vor der Kreuzung und die die KI steht hier da. Ja. Und das machen wir jetzt mal, ausgenommen, dass die Ampel schon wieder rot ist und die Spart ist. Und wenn ich ihn durchgefahren bin, dann fährt die Karriere jetzt nochmal weiter. Und so eine Probleme haben wir zwar immer noch, aber gut, das ist jetzt Sachen von Lotus, da habe ich keinen Einfluss drauf. Ja, zumal sie ja gesagt haben, dass das Ganze ja noch die simple KI ist und die simple KI ja noch nicht 100% umgesetzt ist, dass da immer noch Fehler vorhanden sind. Da muss natürlich der Lotus dementsprechend ja auch noch ein bisschen mitmachen, weil sonst kann es ja nicht richtig funktionieren, das Ganze drumherum. Eine andere Frage ist zum Beispiel, wie hast du dich damals gefühlt gehabt, wo ja, du ja deine Karte ja praktisch gebaut hattest, ne, deine Berlin-Karte? Weil das ist ja deine zweite Karte, wie wir es ja jetzt am Anfang ja gehört hatten. Du hattest ja schon mal eine mit dem Namen Berlin M6. Und jetzt heißt sie ja BVG-Karte. Alexa hat den Mund. Fängt ja auch einmal zu quatschen mit mir. Ja, die ist damals Berlin M5, M6. Und jetzt heißt die Karte aktuell Berlin Map. Muss ich jetzt richtig korrigieren? BVG Berlin M. Jetzt muss ich selber noch. Oh, da haben wir es. Jetzt bringen wir schon langsam ins Schwanken. Jetzt kommen die ganz perversen Fragen. Nee, aber die heißt Berlin. BVG Map Berlin M. Bei Map by Billy. So. Könntest du dir vorstellen, den Namen nochmal irgendwann mal kürzer zu gestalten, so kürzer zu halten? Weil das ist ja nun manchmal doch schon ein Zungenbrecher. Ja, Berlin Ost kannst du ja nicht wirklich nehmen, weil er baut ja zum Beispiel ja nicht Köpenick voll aus oder Schöneweide voll aus. Ne? Er reißt das ja nur an. Und dementsprechend kannst du es ja nicht in
100%. Ich glaube, Alexanderplatz, ne, ist ja auch nicht mit drin. Also nee, so ganz BVG Ost kannst du ja nicht nennen. Nee, nach Alexanderplatz kann ich jetzt momentan nicht hinwollen, weil, wie gesagt, Landsberger Petersburg ist ja schon die Grenze. Mhm. Deswegen seht ihr, wenn er da hinkommt, das Sperrschild, dahinter geht's nicht weiter. Willi? Ja. Du hast ja schon einen kleinen Stau hinter dir. Ja, gut, ja ein bisschen, stimmt, ja. Ja, ich stehe am Rühlandplatz, ja. Na, Bernhard lässt seinen Stau, so besser ich war. Ja, wir stehen hinter dir. Im Stau. So. Ich fahr jetzt geradeaus weiter. So, gut, dann hätten wir. Ja, Haltestelle! Was ist los mit dir? Ja, na, vielleicht will jetzt aber jemand mit einsteigen. Ich hab uns die alte Oma mit Krückstock nochmal rennen lassen. Tut mir leid. So, genau, da hat man jetzt den Namen jetzt auch nochmal so. Warum baust du das Projekt? Das ist vielleicht eine ganz interessante Frage. Warum hast du dir die Aufgabe gemacht, diese Karte jetzt, also gezielt diese jetzt zu bauen? So, wie gesagt, ich habe ja damals, als Lotus aufkam und ich darf eigentlich durch dich darauf aufmerksam gemacht wurde, Lotus kommt jetzt raus. Großartig. Ich hatte ja auch diese Bilder gesehen von Gamescom. Mhm. Damals erst. Und dann war es nachher auf Koblenz. Diese Simulator-Tage, wo du das auch nochmal richtig rausgebracht hast. Da wurde ich erst durch richtig aufmerksam. Ich sage, wenn das rauskommt, ich sage, bin ich eher der baut die Berliner Karte. Ja, da bist du ja jetzt ja gerade gut dabei. Aber warum gerade dieses Stück? Warum hast du jetzt zum Beispiel jetzt nicht, ich sag mal, mit Wedding angefangen oder mit Alexanderplatz zum Beispiel? Wedding so viel Straßenbahn hat, ne? Ja, aber nee, Wedding hat eine Straßenbahn, spielt doch keine Rolle. Warum hat er sich jetzt gerade Marzahn die Ecke ausgesucht? Ich wunderte. Weil ich bin ein Ostberliner. Ich habe damals angefangen, wie gesagt, 1984 bei der BVG meine Lehre angefangen. Als Gleisbauer. Okay. Also, auf Deutsch gesagt, in Ostberlin mit der Straßenbahn aufgewachsen. Und da nimmt man sich sowas gerne denn als Ziel oder sowas, ne? So seine Straßenbahn dann irgendwie aufzubauen, die man halt früher viel unterwegs war denn. Wie gesagt, für mich war die Straßenbahn, ich kenne die Strecken. Mhm. In Ost-Berlin. Ich kenne die Strecken hier Marzahn, Friedrichshain, Hellersdorf und sonst wohin. Du kannst mich hier fragen, kann dir sagen, welche Linie da früher gefahren ist. Ja, nee, ich war letztes Mal im Prenzlauer Berg und da schneidest du da auch irgendwie so ein Stück an hier. Das ist Knie-Brüller ganz, ja. Genau, ich wollte auf jeden Fall zum Ice Dragon fahren und habe ja diese Stelle halt wiedererkannt hier bei dir hier drin. Ja? Das hast du wirklich großartig umgesetzt. Weil es bei mir tatsächlich dann so rüberkam, so, ich saß im Auto, fahre da gerade so mit Frau lang und sage zu meiner Frau, das kommt mir hier so bekannt vor. Und ich die ganze Zeit rüber, weil ich das letzte Mal da lang gefahren bin, ja dann fällt es mir dann ein, wo ich dann letzte Mal den Lotus gespielt habe. Das war ein Lotus gewesen. Und genau so muss es sein, ne? Wenn man das Ganze dann dementsprechend auch so umsetzen kann, ja, dann ist das schon eine echt tolle Sache. Muss man mal lassen. Ja, ja. Ja, weil bis durch die Zeit, weil, wie gesagt, bei der BVB damals war, muss ich ja mal was zu sagen, bei BVG wurde der erst nach 1990. Mhm. Wir ja damals, in der damaligen DDR, sag ich mal so, hier der im Ostteil die Straßenbahn natürlich gefördert wurde und ausgebaut wurde. Wir sagten da oben, ich mich da auskenne. Ich sag, du kannst mich nach Strecken fragen, die damals gab.
Kann ich dir von hier heute noch erzählen? Das glaube ich, das glaube ich. Aber jetzt sind es ja nun modernere Fahrzeuge, als wie du sie jetzt ja von früher kennst wahrscheinlich. Ja. Wenn du die Möglichkeit hättest, jemand kommt jetzt zu dir und sagt jetzt, er baut jetzt eine Straßenbahn. Welche wäre das in deinen Augen? Welche müsste er für dich bauen, damit du dich richtig wohlfühlst? Ein Gotha. Also das müsste erstmal der Gotha-Typ sein. Und der TE. Mhm. Das heißt, und dann gab es noch ein TZ. Und der TDE. Der Köpenicker. Und dann wärst du so nonplus ultra glücklich, denn, ja? Dann wirklich nonplus ultra glücklich. Weil der TDE ist ein Wahrzeichen von Köpenick. Ja. Und den kennst du auch, Bio. Ja. Nee, das ist interessant. Weil, wie gesagt, jetzt haben wir ja nur die moderneren Typen. Ich warte ja eigentlich bloß, bis der Flex City hier irgendwann mal auf den Schienen rollt. Jetzt haben wir ja eigentlich schon ein paar Generationen hier vertreten, auf jeden Fall. Ja, bei dem Flex City muss man aufpassen. Der Anfang war ja eigentlich mit vier Prototypen. Ja. Ja, wie gesagt, ihr habt ja den FE6E. Nicht? Wir merken recht eng und der FE 8. Und dann habt ihr die Z-Typen dazu. Mhm. Bist du weiter, Willi? Ja, ich bin noch da. Wir stehen hier. Wie gesagt, ich habe ja die vier Prototypen von den ersten 6 Cities. Und angestrebt wurde ja eigentlich der FE8E. Aber dann haben sie mit immer dann überlegt, die BVG stellt sich dieser um auf den Zweirechter von den FE8. Mhm. Deswegen musste, wenn die BVG umdisponieren, sagen wir mal so, und hat sich mehr auf den FE8E ZE entschieden. Ja. Also den Flex City 40 Meter zwei Rechter. Was würdest du denn jetzt zum Beispiel machen, wenn jetzt Lotus ankommen würde, würde jetzt zu dir sagen, jetzt was sie jetzt als nächstes tun sollten? So als neues Future zum Beispiel für Lotus oder sowas. Worüber würdest du dich da jetzt am meisten freuen, womit du dich jetzt zum Beispiel auseinandersetzt? Lass es mal ein bisschen was Komplexeres sein. Damit man halt auch mal ein bisschen Zeit damit irgendwie verbringen kann. Ich meine, klar, simple KI, legst du halt Pfade, ja, ist dann halt fertig dann alles. Aber zum Beispiel so eher was Komplexeres. Was würdest du dir da jetzt so irgendwie in Richtung von Lotus wünschen? Würdest du jetzt sagen Wetter oder keine Ahnung? Zum Beispiel Menschen, Fahrpläne oder doch Flugzeug fliegen vielleicht schon? Weil sie jetzt blüht, würde ich mich da wahrscheinlich mit. Wenn die meisten wahrscheinlich mich anschließen, würde ich sagen, KI haben sie jetzt angefangen mit den Autos. Alles super gut, finde ich gut. Aber ich würde als nächstes auch die Fahrgäste mit drin nehmen. Naja. Das nächste Future. Hm. Und dann gleich die Fahrpläne mit drin nehmen. Die Fahrpläne, also so, dass man dann praktisch dann schon die ersten Umläufe fahren könnte und alles was. Genau. Wie siehst du denn so Lotus in 2-3 Jahren, sag ich mal? In 2-3 Jahren sollte ja Lotus ja dann fertig sein. Meinst du, dass der sich denn absolut behaupten kann? Ich sag mal jetzt Urgestein Omsi, ne? Man sollte das ja nun mittlerweile nicht miteinander vergleichen. Aber Sebast zum Beispiel soll ja auch noch irgendwann mal rauskommen. Wo siehst du die Zukunft rund um Lotus? Also wenn Lotus so weitermacht, jetzt zum Beispiel die KI, hat ja halbwegs funktioniert und gibt
zwar noch kleine Probleme da, manche Kreuzung. Und wenn sie noch die Fußsäger mit drin haben, sehe ich Judas eigentlich auf dem guten Weg. Also meinst du mit anderen Worten, dass Lotus irgendwann um sie praktisch ersetzen könnte? Ja, würde ich meinen. Ja, das ist halt ein spannendes Thema, weil da streiten sich ja nun die ganzen Communities halt, ne, weil das halt tatsächlich nicht machbar sein soll. Ich habe ja schon zum Release von Lotus ja gesagt gehabt, dass ich hier eigentlich ein ganz gutes Gefühl habe bei Lotus. Von daher, ja, interessant auf jeden Fall, wie die Meinungen halt so auseinandergehen dann halt. Ja. Auf jeden Fall lassen wir uns da mal noch so ein bisschen überraschen. Baust du denn jetzt aktuell noch an deiner Karte? Klar, ne? Du bist ja definitiv immer jeden Tag dabei, dann hören wir ja immer. Was ist denn jetzt, willst du uns schon mal so ein bisschen einweihen in deinen nächsten Update? Hast du da schon konkrete Pläne, was da jetzt so reinkommt im nächsten Update? Also ich würde jetzt auf jeden Fall den nächsten Abschnitt zwischen Brückerstraße und Rödernplatz versuchen fertig zu bauen und die Bereiche Rödernplatz Möllendorfstraße und Richtung Landsberger Weißenseer Weg fertig zu kriegen. Und dann werde ich mich dann weiter um die Willi-Erfahrt im 6. kümmern. Dass die Landsberger Rien erstmal fertig kommt und dann wird wahrscheinlich die in 5 Minuten weiter erweitern. Richtung Gänsestraße. Das ist schon mal so augenscheinlich der Plan, was ich noch will. Wisst ihr schon so, hast du da schon so einen Termin angepeilt? Kann man das schon verraten irgendwie? So in welchem Zeitraum eventuell? Ja, terminmäßig kann ich da noch nicht sagen. Also das hängt immer davon ab, wie der Map wieder so ein bisschen mitspielt. Ja, also somit seid ihr jetzt zumindest schon mal auf dem aktuellsten Stand, was das Ganze jetzt so rund um der BVG Berlin-Karte angeht von Willi. Wie gesagt, sie ist halt komplett Multiplayer-tauglich. Also ihr könnt damit rauf und runter fahren mit euren Freunden, mit euren Kumpels. Wie viele Spawn-Punkte gibt es denn hier auf der Karte? Ja, aktuell ist auf jeden Fall Tizos in der Gangstraße, dann auf jeden Fall die Busse drin. Also Bus ist hier auch schon mit drin, ja? Also Bus hast du auch schon mit integriert. Da kann man Busse schon spawnen. Auch auf dem Betriebsflüchtlingsmarkt kann man Busse spawnen. Und vom Betriebsflüchtlingsmarkt kann man die Buslinie 256 zum Beispiel schon mal fahren. Komplette Linie oder nur ein Teilstück? Na, Teilstück, sag mal so, ist zwar als Linie schon eingestellt, aber dann kann sie aktuell nur bis Gernsichtstraße, ist, was ja noch geplant ist, aber ist in der Route schon eingestellt, sag mal so. Das ist zum Beispiel auch mal ein interessantes Thema. Planst du auch Bus hier für die Karte? Oder machst du wirklich nur Hauptaugenmerk Straßenbahn? Nee, nicht bis Straßenbahn. Wie gesagt, der Buslinie 256 ist auf jeden Fall mitgeplant. Die der vollständige ist, Linie denn aber denn? Zumindest bis Gernsichtstraße. Okay. Ist die Buslinie geplant. Also die stand aber am Essen U-Bahnhof Lichtenberg. Beziehungsweise vom Zentralfriedhof und führt dann über die Siegfriedstraße hoch über der Landsberger Allee drüber weg, Liebenwalder Straße, Werneuchner Straße, Große Legestraße, von der Golfstraße dann zur Gernsichtstraße. Also doch schon ein Stück, ja. Mhm.
Ja, also Bus wäre natürlich hier großartig, ne, wenn man hier dann zum Beispiel, ich meine, es gibt ja jetzt schon die erste Busmap, ja, aber ich weiß gar nicht, ob die mittlerweile fertig geworden ist. Wenn du jetzt würde ich jetzt jemand fragt, so, welche ist die beste Karte für Lotus? Welche wäre deine Antwort? Ja, ist natürlich schwierig. Viel gute Karten, sagen wir mal. What? So. Da habe ich einen anderen Workshop. Ach so? Dann bin ich gerade. Es gibt viele gute Karten im Workshop. Deswegen habe ich eine Frage, da habe ich einen falschen Workshop. Ich möchte meine Karte nicht hypen oder irgendwas. Wie gesagt, es gibt natürlich viele gute Karten hier im Workshop. Ob das die Sonneberg ist oder. Festen Allens, Düsseldorf. Oder München oder. Ja, gut, das sind Payware-Addons. Ja. Die lassen wir mal weg. Es geht halt wirklich mir jetzt so mal so die Frage, welche Freeware-Map würdest du jetzt sagen, die sollte man sich auf jeden Fall runterladen, weil die ist absolut großartig. Freeware-Map. Wie gesagt, ich möchte mich da nicht hypen. Mach das, ist doch okay. Das war jetzt normal. Ja. Könnte man eine Map natürlich nehmen oder irgendwas, man könnte machen, einen Kredit äußern oder irgendwas. Ein Kredit auch. Ist alles okay. Aber wie gesagt, prinzipiell irgendeine Hype-Karte habe ich selber nicht im Augenschein. Wie gesagt, sind alle gut, was ich sehe. Jeder versucht so möglich oder alles so gut wie möglich zu bauen. Das finde ich auch gut. Deswegen, wie gesagt, ich halte mich da dementsprechend vor. Wie gesagt, jeder kann machen, was er möchte. Nee, aber ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen selbstverliebt sein ist okay, finde ich immer noch. Ja? Mhm. Wenn man halt wirklich Map-Bauer ist und dann man sagt ja, seine Karte ist halt nicht dem würdig, dann hat er eigentlich meiner Meinung nach schon ein bisschen verloren. Ist halt einfach so, ne, wenn man sein eigenes Herz auf die Beine gestellt hat. Ich kann ja noch, wie gesagt, aus Zeiten Straßenbahn Forsthausen, ja, wo das Ding damals online ging, war ich so glücklich gewesen. Das ist schon ein absolut schönes Gefühl, kann man sagen. In der Tat. Deswegen finde ich auch, wenn du dann halt so sagst, so, ja, dass deine eigene Karte dir am besten gefällt, zeigt halt, dass du ehrlich bist. Payware-Addon brauchen wir, glaube ich, ja nicht drüber reden. Da sind wir uns wahrscheinlich alle einig. Seitdem, du bist ein großer München-Fan. Denke mal, wirst du ja wahrscheinlich Düsseldorf dann auch vorziehen, oder? Weil jeder muss wissen, wen was gefällt. Das ist meine Meinung. Ja, die sind doch der Ball. Ich kenne 100.000 Leute, sagen, okay, Willis Karte ist super okay. Ja, andere 200.000 sagen, ja, ist jetzt hochgegriffen oder was. Ja, nee, ich finde die andere Karte geil. Ja. Ja, gut, oder was. Ja, deswegen, das muss jeder selber entscheiden. Ja. Stimmt, da fällt mir auch zum Beispiel gerade ein, ich hatte dich ja damals gefragt, weil du ja so in gerade ja aktuell. So in Massen baust, ne? Du weitest dich ja gerade massivst aus und alles was, ne? Feindetaillierung, hattest du ja gesagt, das kommt erst bei dir wirklich zum Schluss denn, ne? Du würdest jetzt erstmal so weit, dass die Strecken alle so weit fertig sind und dann würdest du das Ganze dann später dann dekorieren, denn, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Ja, das ist richtig. Also zum Beispiel, das könnte jetzt so eventuell in einem Jahr schon komplett anders aussehen hier. Wo wir jetzt hier gerade lang fahren. Ja. Genau, das kommt nachher später, wie gesagt, weil ich erstmal einen groben Bau mache. Das heißt, dass ich zum Teil erstmal tauchen eben diese Splines mal auf. Sagt und die tauchen jene nach und nach verschwinden die wieder. Das ist richtig, das habe ich damals schon gesagt. Wie gehst du mit Kritik um? Also wenn jetzt zum Beispiel jemand ankommt und sagt jetzt so, Willi, pass auf, deine Karte ist der absolute Schund, wie reagierst du darauf? Ja, eine Fragenlauf. Was findest du jetzt gerade schon?
Und meistens konntest du irgendwie das lösen, denn also es gibt ja bei Steam ja so die Möglichkeit, dass du ja da halt kommentieren kannst, das Ganze, dass du ja da halt reinschreiben kannst, dass die Leute ja da zum Beispiel dann reinschreiben, ja, pass auf, gerade ist jetzt nur 15 oder sowas. Gibt ja nun den einen oder anderen, ja, der zum Beispiel Kommentare löscht. Du lässt hier drinne oder sagst du auch so, nee, so ganz. Ist die Frage jetzt bescheuert oder irgendwie, oder die Antwort jetzt zu blöd, dass du dann zum Beispiel auch sagst, so, nee, also komm, dann kriegst du keine Antwort, oder bist du rein der Mensch, der einfach sagt, jeder kriegt eine Antwort, wenn er jetzt mit dir spricht? Nein, gut, es gab zwar eine Diskussion, die wir hier mal hatten, wo wir das aber das sehr intern geklärt haben. Den ich ja aber rausgelöscht hatte, der hier nicht so angebracht war. Oh, da haben wir uns drüber auch geeinigt. Also du gibst praktisch jedem die Chance, dass er sich halt sich mit dir unterhalten kann, und bist jetzt nicht so einer, der jetzt sagt, so komm nie wieder, quatsch ich ein Wort mit dir oder sowas. Nein. Mach ich nicht. Wie gesagt, ich habe hier noch ein Thema drin zu stehen. Ich weiß nicht, ob sich jeder auf sie sehen kann. Der hatte kritisiert, weil er mit einem Doppel-GT in die Haltestelle nicht reinpasst. So, da hatte ich zu aber auch gesagt, die Karte ist nicht für Doppel-GT ausgelegt. Hm. Weil es gab nur zu bestimmten Zeiten mal das Doppel-GT gefahren wurde, auf der M8 oder M6. Das waren die einzelnen zwei Linien. Hm. Und ihr habt nur einen Zug, da ist Doppel-GT auf der jeweiligen Linie gefahren ist. Das hatte ich denjenigen aber auch erklärt. Weil die Karte ist nicht für Doppel-GT ausgelegt. So. Die Doppel-GT hast du ja eigentlich nur bei M4 echt in Berlin. Normalerweise ist nur auf der M4 ein Doppel-GT unterwegs. Aber nicht auf der M6 oder M8. Ja. Also so, war es halt von jemandem gewesen, der da jetzt ein bisschen wenig Ahnung hatte und sich da jetzt ein bisschen. Ja, ist richtig. Wie gesagt, es waren nur zwei Fahrzeuge. Einmal auf der M8 und auf der M6. So, und das waren nur für, glaube ich, 2 Wochen. Sind die nur gefahren. Danach haben sie die wieder rausgenommen und sind dann auf AT4D umgestiegen. Hm. So, also ich warte auf euch hier in der Wendeanlage, ja? Ja, so abschließende Worte noch, die du hier uns kundtun möchtest. Ja, was soll ich sagen? Wie gesagt, wenn euch die Karte gefällt, dann freut's mich. Wie gesagt, der Ausbau läuft weiter. Allerdings haben wir jetzt momentan mal, sagen wir in Anführungsstrichen, eine Sommerpause. Braucht man auch mal. Das ist richtig. Weil, wie gesagt, bis jetzt 29.06. war der letzte Update, habe ich gebaut. Und das ist das letzte Update gewesen, was ich von mir kam. Zusammen mit der KI. Wie gesagt, wir können ja zusammen mal Fahrten machen, wenn ihr Lust und Laune habt. Das schreibt mal an. Ja, deswegen. Also wäre jetzt der nächste Punkt, wie man dich so erreichen könnte. Ne, außer bei uns leider auf Discord ist ja nun mal so. Ne, du bist der Erste, wo wir jetzt mal so ein kleines Interview mal hier so durchführen. Auf unserem Discord natürlich. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Ne, ist natürlich der Moderator. Ja, wenn ich den aktuell natürlich reinpacke. Oder TS. Zum Beispiel auch, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr euch gerne in das Projekt mit einbringen möchtet. Ich glaube, Willi ist da sehr, sehr dankbar darüber. Sei es, wenn ihr jetzt irgendwelche Objekte bastelt, die jetzt auch zu der Strecke natürlich passen, die da vonnöten sind. Ne? Dann wäre das natürlich, denke mal, wäre eine coole Sache. Ja, würde ich begrüßen. Wie gesagt, jeder, der sich einbringen möchte oder irgendwas, wie gesagt, kann sich gerne melden. Hier bei uns auf dem Discord. Kein Problem. Dann rede ich mit Jan, mit euch.
Wie gesagt, hier helfende Hand ist willkommen. Wann würdest du sagen, ist dein Projekt vollends beendet? Ja. Das ist wie eine Modellbahnanlage. Die wird niemals fertig. Schöne Antwort, schöne Antwort. Ich glaube, besser hätte man es wahrscheinlich gar nicht groß aussprechen können. Ja. Jetzt haben wir uns, das war jetzt die M8, die wir jetzt gefahren sind. Mhm. Ja, wir sind ja jetzt gleich jetzt an der Endhaltestelle, warten jetzt hier wirklich bloß noch, bis die Signale grün werden, um dann halt aufs Abstellgleis fahren zu können. Die M8, war die jetzt schon vollständig? Nee, ne? Nein. Okay, also da kommt noch eine ganze Menge noch dazu, meinst du? Da fährt der Abzweig dann Richtung Fachkrankenhaus Königin Elisabeth Hospital, das heißt Riedstraße Landsberg, Quatsch, Radikal Landsberg. Und dann geht es dann weiter Richtung Springfuhl. Dann bist du in eine ganz andere Richtung. Achso. Naja, du kannst halt einmal den Ast noch bis Hauptbahnhof runter, ne? Was ja auch noch ein ganz schönes Stückchen ist bei der M8. Und dann hast du noch den Ast bis nach Arnsfeld Stadtgrenze. So, Überspringt wohl. Ja, Landsberger Petersburg ist erstmal das Ende. Nee, ich meinte jetzt, wenn man jetzt mal die richtige M8 sieht. Nicht die falsche. Aber du musst die Frage nochmal richtig jetzt nochmal richtig stellen. Weil ja. Ich bin jetzt mittlerweile auch raus, jetzt, wie die Frage jetzt überhaupt war. Also wenn es um die, wenn es jetzt darum geht, was jetzt an der realen M8 noch fehlt, dann wäre es jetzt halt einmal der Ast von hier weiter über Klinikum Friedrichshain, Mollstraße, Otto-Braun-Straße, U-Bahnhof Rosenthaler Platz. Runter dann ist Nordbahnhof bis Hauptbahnhof, also bis Moabit runter. Und andere Richtung hast du dann halt über S-Bahnhof Springfuhl dann noch runter bis Ahrensfelde Stadtgrenze. Und ansonsten, falls sie hier gebaut werden soll, muss ich mal. Also, das Problem ist Richtung. Alex, kann ich nicht weiterbauen, weil hier Landsberger Petersburger ist der Endpunkt. Erstmal. Also das hängt dann davon Lotus wieder ab, denn. Weil da ist die Kachelgrenze. Also da kann ich erstmal Richtung Alex gar nicht weiterbauen. Genauso wenig die M10 Richtung Hauptbahnhof kann ich genauso wenig weiterbauen, weil Knievode-Danzer ist die Grenze. Deswegen habe ich da abgeschlossen, erstmal, weil es von Lotus-mäßig momentan nicht möglich ist, weil ich da die Kachel nicht kriege. Also kann man sagen, es wird auf jeden Fall noch eine ganze Weile dauern, bis irgendwann du sagst, du bist so mit dem Ergebnis zufrieden, dass jetzt Ende ist. Ja, 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 Leute. Das Einzige ist momentan, was ich jetzt, wie gesagt, festgestellt habe, wie gesagt, es war noch Warschauer Straße. Oder ist ein U-Bahn-Straße, bis da runter kann ich bauen. Lichtenberg, ist ein U-Bahn-Grüne-Straße kann ich bauen. Das ist da. Wie weit ich jetzt Richtung Osten komme, mit Richtung S-Bahn-Marzahn und Betriebshof-Marzahn, muss ich erst feststellen, wenn ich da weiterbaue. Hm. Ne? Ja, lassen wir uns auf jeden Fall überraschen. Wird ja nicht das letzte Gespräch gewesen sein hier mit dem Willi. Das war es auf jeden Fall erstmal von heute. Jetzt haben wir uns ein neues Update auf jeden Fall mal angeschaut von der neuen, von der, nicht von der neuen Karte, sondern von der Karte BVG Berlin Map bei Willi. Könnt ihr gerne natürlich jetzt schon alles spielen, ist alles schon draußen, da gibt es nichts zu rütteln, ja, mit KI-Verkehr und so weiter und so fort. Ein paar Fehler sind natürlich immer noch drin, ja, da müsst ihr natürlich dementsprechend halt noch ein bisschen verzeihen, aber ihr habt ja schon gehört, die nächsten Updates sind ja schon in Entwicklung, ne?
Ja, und falls ihr auch mal gerne möchtet, dass wir euch mal so dämliche Fragen stellen, wie es der Willi gerade ertragen musste, natürlich war es jetzt auch noch zudem, dass die Linie extremst lang, weil die Folge jetzt einfach mal 50 Minuten lang ist. Ein sehr langes Interview. Auf jeden Fall kann man ja sagen, wenn ihr auch mal gerne mal mitmachen möchtet, ihr möchtet euch gerne mal selber mal hören, reden hören und soll also aufgenommen werden und die anderen Leute sollen es verstehen, dann schreibt uns gerne an auf dem Discord, schreibt es unten in den Kommentaren einfach mal mit rein, würden uns natürlich sehr freuen, ja, wenn sich natürlich der ein oder andere meldet, der gerne mal so ein bisschen über sein Projekt plaudern möchte mit uns. Und ihr Zuschauer könnt ihr gerne mal in die Kommentare posten, wie ihr das Ganze findet, wenn wir uns jetzt einfach mal so die Entwickler mal jetzt hier, die Content Creator schnappen und denen einfach mal so haufenweise dumme Fragen stellen. Ihr könnt ja auch gerne mal vielleicht ein paar Ideen unten da lassen. Ja, das wäre vielleicht mal ganz interessant, was ihr euch so vorstellt. Oder vielleicht kriegen wir hier noch den einen oder anderen ran. Würden uns natürlich da sehr freuen. Wir verabschieden uns, bedanken und sagen tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.